Unfruhe, ich bin und bleibe Sozi in der AfD. Was macht denn den Sozi aus? Ich bin strotzsozial eingestellt. Und ich helfe gerne Menschen. Und es gibt jede Menge Armut und Not in Deutschland, wo man viel tun kann. Und die Altersarmut ist zum Beispiel ein ganz schweres Thema. Wissen Sie, wie viele Rentner ich kenne, die 100, 150 Euro über der Grundsicherung liegen, weil die für Probleme haben im Alltag? Und diese Menschen nehmen auf einmal wahr, jetzt kommen Menschen aus dem Nahen Osten und aus Nordafrika, ohne Pässe, strotzgesund, hervorragend gekleidet, und die bekommen mir das große Rundum-Sorglos-Paket. Und das verstehen die nicht. Das sind Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, die was beigetragen haben zu unserem Land. Und jetzt kommen Menschen aus Nordafrika und aus dem Nahen Osten, aus dem Gebiet der Erde, das am gewalttätigsten, frauenfeindlichsten, antisemitischen und homophobs ist. Und wir denken, da wird alles hier gut und wir schaffen das? Also ich bitte Sie, man muss doch mal die Realität wahrnehmen. Was ist denn da los in diesen Ländern? Wie sind denn diese Menschen geprägt? Die vergessen doch nicht auf einmal ihre ganze Prägung. Junge Männer mit 18, 19, die sind fertig geprägt. Da machen sie nichts bei der Erziehung. Wissen Sie, wie schwer das ist? Man wird in der Kindheit geprägt. Das kann Ihnen jeder Soziologe erklären. Und da ist uns alles völlig egal. Da blenden wir einfach so weg. Wissen Sie, was sich in Essen alles verändert hat in den letzten Jahren? In jedem Supermarkt, in jedem Discounter gibt es Security. Die stehen da nicht, um den Flüchtlingen die Auslage zu erklären. Das kann ich Ihnen versprechen. Auf jedem Stadtteilfest haben wir Security ohne Ende und Polizei. Und trotzdem gibt es Probleme. Lassen Sie mich mal ausreden. Essen Original, traditionelles Stadtteilfest. Es gab auf diesem Stadtteilfest noch nie so viel Security und Polizei wie in diesem Jahr. So, da gab noch nie so viele Probleme, noch nie so viele sexuelle Übergriffe wie in diesem Jahr. So, da muss man alles mal wahrnehmen. An jedem warmen Sommertag gibt es Probleme in den Schwimmbädern. Im Essen im Gugelbad erst vor 14 Tagen sexuelle Übergriffe. Das hat es vorher alles nicht gegeben. In der Tat, und ich spreche nur noch von Security und von Polizei. Und ich möchte in keinen Polizeistaat leben, das sage ich Ihnen auch. Ich bin Pazifist, ich bin ganz komischer Nazi. Ich hasse Waffen, ich hasse Gewalt. Und ich will in keinen Staat leben, der jetzt aufrüstet, der überall Kameraüberwachung positioniert, der dabei ist, die Bundeswehr zu ertüchtigen, in Deutschland eingesetzt zu werden. In so einem Staat will ich nicht leben. Und diese Situation kommen wir gerade. Da muss man doch endlich mal wahrnehmen, was hier los ist. So. Man kann die Augen nicht dauerhaft vor der Realität verschließen. Herr Altmaier, ich will nur sagen, dass wir